Morrowind. Oder wenn man zum Beispiel bestimmte Quests erledigt hat, dann wird auch eine bestimmte Ausgabe herausgegeben. Ja, genau. Oder irgendwann kommt jetzt auch mal was mit dem Kaisermord, weil ja, der ist jetzt tot. Da ist der Rappenkugel untergebracht. Da schaue ich jetzt nicht rein, weil es eigentlich eher unwichtig ist. Wir konzentrieren uns mal auf unsere Quest. Und die ist ja... Quest. Ah, wir haben noch die Hauptquest aktiv. Die wollen wir erstmal nicht machen. Die können wir im Moment nicht machen. Das ist die Erweiterung. Die spielen wir im Moment noch nicht. Das heißt, wir konzentrieren uns mal auf diese Quest. Ein Ladenbesitzer im Markt. Okay. So also gut wie neu müssen wir. Ja, genau. Mit der Jensin müssen wir reden. Gut. Dann reden wir doch mal mit der Frau. Und das sind wir auch. Seht euch ruhig um. Schön, einen neuen Kunden zu sehen. Ich dachte schon, dass ich gar keine Geschäfte mehr machen würde, seit Toroni seinen Laden eröffnete. Also, der ist irgendwie nicht sehr beliebt hier. Nicht so, wirklich. Claudette hat euch geschickt. Ja. Wie? Tja, normalerweise schätzt sie andere ganz gut ein. Vielleicht seid ihr also tatsächlich genau der Richtige für uns. Natürlich. Beginnt von Neuem. Ich leite die Gesellschaft betroffener Händler. Wir haben diese Gruppe vor einiger Zeit gegründet, um ein gutes, angemessenes wirtschaftliches Gleichgewicht in der Stadt zu halten. Nicht alle Ladenbesitzer sind schon Mitglied, aber wir versuchen sie nach und nach davon zu überzeugen, uns beizutreten. Alles war in bester Ordnung, bis Toroni seinen Laden hier in der Nähe eröffnete. Er verkauft alle möglichen Waren und unterbietet dabei die Preise, dass es kaum zu glauben ist. Er verkauft nicht immer das, was sie auch im Angebot haben. Aber trotzdem ist das ein Problem. Wenn jemand etwas kaufen will, gibt er sein Geld lieber dort aus. Und damit bleibt nichts mehr für uns übrig. Es steht mittlerweile so schlecht, dass einige von uns bald schließen müssen. Er weigert sich strikt, der Gesellschaft beizutreten. Oder auch nur über die Angelegenheit zu reden. Wir sind davon überzeugt, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Wir möchten euch bitten, sein Geschäft auszukundschaften und herauszufinden, wo er seine Waren herbekommt. Findet einen Beweis für seine Übeltaten und lasst es uns wissen. Wir können nicht selbst gehen, weil er uns alle erkennen würde. Ihr erhaltet ein nettes Kopfgeld, wenn ihr ihn seiner gerechten Strafe zuführt. Ach, das klingt doch gut, ein Kopfgeld für den Assassinen. Das ist sehr gut, wenn wir unser Geld ein bisschen aufstocken können. Was weißt du sonst noch? Ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg damit, seinen Plan aufzudecken, als wir das hatten. Ja, auf jeden Fall. Inventar. Sein Inventar muss gestohlen sein, auf jeden Fall. Er verlangt weniger, als allein schon die Herstellung mancher Dinge kostet. Seht selbst. Das ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht für uns, aber wir wollen der Dame natürlich helfen. Ja. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen und ihm hinterher spielen. Genau. Jetzt reden wir aber erstmal mit ihm, mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Wir sind ja unparteiisch. Ja, ganz unparteiisch. Hallo. Was kann ich heute für euch tun? Ja, erzähl uns doch mal etwas über dein Inventar. Was soll mit meinem Inventar sein? Ja, also... Woher bekommt man das? Nun ja, das wäre ein Geschäftsgeheimnis. Ich kann euch wohl kaum verraten, wie ich diese immense Ersparnis an euch weitergeben kann, oder? So wie ein Bäcker seine besten Rezepte nicht preisgibt, so muss auch ich die Anonymität meiner Quellen wahren. Oder jeder Händler in der Stadt würde sofort darauf zurückgreifen. Lasst es euch genügen, dass sie sehr zuverlässig und sehr günstig sind. So geht ihr mit einem vollen Münzbeutel hinaus. Ach, das verstehen wir natürlich. Ja, klar. Sonst gibt's da nicht weiteres, aber wir haben einen Eintrag in unser Tagebuch bekommen. Unser Quest-Tagebuch. Das Gespräch mit Toroni hat nichts ergeben. Da er offensichtlich etwas zu verbergen hat, sollte ich nach Geschäftsschluss ein Auge auf ihn haben. Also sollen wir ihn beschatten. Okay. Jo, wann schließen denn die Geschäfte nochmal ungefähr? So ab 8 oder? Ja.
werden wir jetzt einfach herausfinden. Ja, dann warten wir mal erstmal bis 8 und dann schauen wir. Und die 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und schauen wir mal, ist er noch da? Ja, er ist noch da. Sicher? Gehen wir an die Tür? Ja, ja, das wird er unten auf der Karte angezeigt. Ah, jetzt geht er gerade raus. Ja, genau. So. Das folgen wir mal ein bisschen. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Hier geht nämlich... Entweder die Figuren sind zu schnell oder zu langsam, wenn man die verfolgt. Ja. Die immer so toll. Da ist er. Nanu, seid gegrüßt. Das Beste ist, wenn man unterwegs verliert. Und wir sind hier ganz unauffällig. Ja. Seid erneut ist mit Waffen bestückt, haben eine mehr oder weniger eklige Kleidung an. Also die Schuhe, die finde ich cool. Ja. Aber ja, die verschimmelte Lederweste, was das auch nochmal war, naja. Wo geht denn der hin? Der soll jetzt nach Hause gehen. Wir waren doch auf die Friedhöfe, oder? Was? Das sind doch auch die Friedhöfe. Ja, also das hier ist der Kaiserturm. Das Heiligste der Kaiserschaft. Ja genau, da sind Grabsteine. Ha, hier kommt es sogar runter. Weiter. Dann... Weiter. Geh schon. Baumgarten. Und ich höre schon wieder einen Nierenwurz. Wo ist das? Ach, da ist er. Muss ich jetzt aber suchen. Ah, gut. Wieso haben wir Leben verloren? Fragezeichen. Boah. Ist so schlecht. Also bei so einem Sturz noch ins Wasser. Leben verlieren. Tja. Okay, wo ist er jetzt? Da vorne läuft er rum. Ich sehe ihn auf der kleinen Karte. Ach, gut. Güdel. Wir können andere Gespräche belauschen. Toll. Wo geht er hin? Was macht denn jetzt? Nicht stehen bleiben. Bleib stehen. Sprecht. Toll. Hallo? Hallo? Ja. Das sollte jetzt irgendwas machen, oder? Was macht er da? Er folgt uns mit seinem Willen. Was ist los? Ah. Jetzt läuft er weiter. Wo läuft er jetzt hin? Oh nee. Oh Gott. Gott. Wie geht's? Toll. Schon wieder. Mann. Und ein blühendes Alchemie. Also, es könnte noch ein bisschen dauern. Eieiei. Also, wer das nicht mag, der kann vorspielen. Lebt wohl. Oh, kurzes Gespräch. Haben wir ja noch Glück gehabt. Ja, bis so, die nächste Flasche ankommt, wenn sie ihm redet. Ich höre euch zu, Bürger. Voll. Es läuft ja wenigstens. Ja, aber wohin? Puh, ja, das versuchen wir rauszufinden. Natürlich, jetzt könnte hier stehen. Geh weiter. Hallo. Weiter. Das sind sehr reale Tagesabläufe, wo die da reinprogrammiert haben. Ja, eigentlich schon. Wenn du nicht... Das machen ja so viele Menschen. Einfach mal so rumlaufen, stehen bleiben, rumlaufen, sprechen. Ah, ich stehe jeden Tag 3 Stunden mindestens unter der großen Eiche. Also... Ja. Das muss einfach sein. Klar. Das ist ein Ritual. Seid erneut gegrüßt. Ja, aber geh weiter, du.
Eieiei, komm. Ja, jetzt, ach gut. Endlich. Man muss auch sagen, diese Quest ist von Natur aus ein bisschen buggy, also... Ein Kolibri? Was war das gerade? Da, ja. Cool. Kolibris. Die wurden auch eingebaut, die finde ich ganz nett. Ach, der steht jetzt hier die ganze Zeit erstmal ein bisschen rum. Na toll. Ja. Können wir die schönen Bäume betrachten. Oder Statuen. Und Statuen, ja. Oder, hey, die Fackel ist auch neu. Die bringt aber viel. Ja. Toll. Und ist er? Ab und zu kommt auch mal Sternschnuppen vorbei. Der ist sogar schon ja, okay, die können jetzt doch. Ja, stimmt. Schauen wir, ob wir eine Sternschnuppe sehen. Aber jetzt geht erstmal weiter. Ja. Ach, nee. Und nach dem Regen ist auch ab und zu mein Regenbogen da. Aber nicht nachts, denke ich. Nee, eher tags. So. Ich finde es auch so toll gemacht hier. Mit so Planeten im Himmel. Recht. Was weg. Ja. So, ich bezweifle auch, dass das die Erde ist. Nee, aber es ist ein schöner Planet. Ja. Es ist schon ein sehr schönes Sonntagabend-Ambiente. Also. Einfach mal beim Grillen draußen sitzen, den Grillen zuhören. Ja. Schön. Beachten wir mal, dass wir heute nicht Sonntag haben. Was denn nun schon wieder? Ah, da, die oder der die hat den Bettelmagierhut auf. Wo geht er jetzt hin? Wieder zurück? Ui. Toll. Das war jetzt viel Schach. Vielleicht merkt er, dass wir ihm hinterherlaufen. Ich hoffe, aber dass sie so intelligent sind. Es geht aber nicht oben. Jetzt oh, nicht doch. Lauf doch mal unten rum. Unten rum ist viel schöner. Hier an den Grabsteinen vorbei. Ja, vor allem in der Nacht. Freut man sich. Die kaiserlichen Wachen da mit ihren blauen Umhängen, die sehen auch irgendwie schon schön aus, aber ein bisschen merkwürdig. Ich mag die Umhänge. Ja, aber manchmal gibt's weil bei mir war es so, die hat manchmal gar keine Kleidung an, also sind dann nackt rumgelaufen. Voll. Bis auf ihre Unterhosen. Juhu. Wieder Schürzen. Man muss, man muss dazu sagen, fürs bessere Verständnis, das ist ein Bug von diesem Overhaul. Der jetzt aber zum Glück mit der 1.30, glaube ich, gefixt wurde. Also ich habe ihn schon lange nicht mehr erlebt. Und er tritt auch nicht mehr auf. Dann ist es sehr gut. Also irgendwie sieht der merkwürdig aus. Richtig merkwürdig mit diesem komischen Hut. Dem lila Gewand. Warum läuft er jetzt schon wieder hin? Marktbezirk. Als ob die Quest von diesem Let's Play fertig bekommen. Das muss doch jetzt mal irgendwo Einbruch der Framerate. Das muss doch irgendwo mal. Ha, wo geht jetzt lang? Steht ein. Oh, denke, das war hier ist ein Brunnen. Wer? Seid ihr das, Agamir? Psst, nicht so laut. Wie oft habe ich euch das schon gesagt? Es tut mir leid, ich bin an solche Treffen nicht gewöhnt. Dabei werde ich immer nervös. Nun, seid einfach still und hört mir zu. Die nächste Lieferung kommt früher, als ich dachte. Haltet nur das Geld bereit. Das gleiche Sortiment? Ich meine, ich habe fürs Erste genug Kleidung. Ihr nehmt, was ich habe. Ich bekomme in letzter Sekunde Bescheid und dann muss ich springen. Keine Zeit, wählerisch zu sein. Nun, diese Gesellschaft übt immer mehr Druck auf mich aus.